Liebe Potsdamerinnen, liebe Potsdamer, ich habe euch Ihnen ja versprochen, dass wir ein kleines Gespräch führen. Ich muss Ihnen nicht lange vorstellen. Am Sonntag sind nicht nur Europawahlen, sondern auch Kommunalwahlen. Ich habe das Urgestein der Potsdamer Kommunalpolitik dabei. Lieber Hans-Jürgen, herzlich willkommen. Dein Applaus, dein Applaus. Hans-Jürgen, wie lange ist es her, dass wir zusammengesessen haben, wir zwei beide, und gesagt haben, Kommunalwahl, schauen wir mal, was passiert. Ja, wir haben uns im Januar zusammengesetzt, Anfang Januar, und haben allgemeine Überlegungen angestellt, dass sich hier was tun muss in dieser Stadt und dass wir eine Lücke ausfüllen müssen, weil viele Menschen gesagt haben, wir wissen nicht mehr, wen wir wählen können. Und wir haben uns dann auf diesen Weg gemacht und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht gewesen, so viele Verbündete zu finden, so viele Menschen, die sich hier einordnen wollen, die sich beteiligen wollen an der Vorbereitung der Kommunalwahl. Und Robert war natürlich bestens präpariert und ich war gut präpariert und wir haben uns hervorragend ergänzt. Er als ehemaliger SPD-Mann, ich als ehemaliger Linker, und wir mussten uns nicht überzeugen. Wir hatten eine gemeinsame Sichtweise und die hat uns vorangetrieben. Und ich finde das ganz toll, dass Sie alle hierher gekommen sind und damit zeigen, dass dieses Angebot auch richtig ist. Ja, danke. Und diese gemeinsame Sichtweise können Sie natürlich hier mehrfach auf dem Platz sehen. Und die ist geprägt durch die Worte Vernunft und Gerechtigkeit. Wir wollen vernünftige Politik machen, wir wollen gerechte Politik machen. Aber wir haben natürlich nicht nur Hans-Jürgen dabei. Wir haben in allen 6 Potsdamer Wahlkreisen es geschafft, eine Liste aufzustellen mit hervorragenden Kandidatinnen und Kandidaten, mit hervorragenden Spitzenkandidaten vor allen Dingen, die jeweils, anders als bei allen anderen Parteien, in ihren Wahlkreisen auch wohnen und wissen, worum es geht und was sie tun. Magst du sie ganz kurz vorstellen? Das mache ich gern, denn wir haben im Wahlkreis 1 mit Peter Hese jemanden gefunden, der im sozialen Bereich sehr gut verankert ist. Er ist unter anderem Chef des Sternzeichen und anderer sozialen Einrichtungen, kommt von der Volkssolidarität. Wir haben, oder vom Demokratischen Frauenbund, wir haben im Wahlkreis 2 mit Wolfram Meierhöfer jemanden gefunden, der als ehemaliges Mitglied der anderen sich engagieren will in der Kommunalpolitik und er ist bereit, sich hier mit ganzer Kraft einzubringen. Im Wahlkreis 3 ist es Ralf Jeckel, der wie ich lange in der Stadtverordnetenversammlung war und in der Linksfraktion und der große Erfahrung hat, der viel Energie hat, der neben seinem anspruchsvollen Beruf diese ehrenamtliche Tätigkeit weiter ausüben will. Im Wahlkreis 4 ist es Monika Keilholz, bekannt als ehemalige Chefin des Lindenparks. Sie war mal Mitglied der SPD und engagiert sich jetzt im BSW. Im Wahlkreis 5 ist es Galina Fretter, die sich an die Spitze dieser Liste gestellt hat. Ich bin mir sicher, dass sie auch mit ganzer Kraft sich beteiligen wird. Wahlkreis 6 ist Stern-Drewitz-Kirchsteigfeld. Wir sind dort gut ausgestattet. Wir haben viele Helferinnen und Helfer. Und das will ich hier nochmal sagen. Ich bin immer wieder beeindruckt gewesen, wie viele sich beteiligt haben in den vergangenen Monaten und Unmögliches geleistet haben. Wir haben 31 Kandidatinnen und Kandidaten in der Zeit gefunden. Wir haben ein Wahlprogramm geschrieben. Wir haben ein Kurzwahlprogramm, was hier zur Verfügung steht. Wir haben Plakate kreiert in der Zeit. Und wir haben nicht zuletzt auch eine Öffentlichkeitsarbeit entwickelt, zahlreiche Infostände, alles mit viel Initiative. Und dafür möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken. Und ich hoffe, dass das seine Wirkung nicht verfehlt. Denn wir wollen in der neuen Stadtverordnetenversammlung klare Signale setzen. Wir wollen, dass aus dieser Stadt das Signal ausgeht, wir wollen keine Kriegstüchtigkeit herstellen, sondern wir wollen den Frieden herstellen. Wir wollen, dass Kriege beendet werden.
Wir wollen in dieser unserer schönen Stadt zeigen, dass soziale Gerechtigkeit praktiziert werden kann, wenn man es will. Das wollen wir mit ganzer Kraft tun. Und im Endeffekt geht es darum, den Wohlstand dieser Stadt so einzusetzen, dass er allen zugutekommen kann. Und das wollen wir mit Herz und Verstand in die Kommunalpolitik hier einbringen, mit Kandidatinnen und Kandidaten, die Lebenserfahrung haben, die Kompetenz haben und die Garantie dafür bieten, dass sie ehrlich diese Aufgabe auch ausführen werden. Herzlichen Dank. Eine kurze kleine Anmerkung noch von mir. Ich sage das sehr gerne. Alle unsere Spitzenkandidatinnen und Kandidaten haben einen ordentlichen Beruf gelernt und in dem auch gearbeitet. Aber jetzt kommen wir zum Europawahlkampf und ich freue mich ganz, ganz doll, Ruth Firmenich Ihnen und euch vorzustellen. Ruth, komm mal her, ein bisschen nach vorne, das ist dein Applaus. Bitte schön. Ruth kandidiert für das Europaparlament und ich bin mir ganz sicher, dass Sie nicht nur am Sonntag auf der Kommunalwahl die Liste 10 ankreuzen, sondern bei der Europawahl die Liste 28. Und dann wird Ruth Sonntagabend 18 Uhr jubeln und Mitglied des Europäischen Parlaments sein. Und für Sie alle arbeiten. Sie stellt sich jetzt vor. Bitte Ruth, deine Bühne. Hallo, guten Tag. Ich bin sehr beeindruckt, wie viele Leute heute hier in Potsdam sind. Und das zeigt mal wieder, was wir auf der ganzen Wahltour schon gesehen haben. Das Interesse und die Unterstützung für unsere neue Partei ist riesengroß. Wir haben es eben schon gehört, dass das große Interesse auch mittlerweile vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahrgenommen werden musste, weil er gezwungen worden ist, das BSW ebenfalls wie die anderen relevanten Parteien auch zur Wahlarena einzuladen. Allerdings haben sie das nicht freiwillig gemacht, sondern wir mussten es einklagen. Dass wir damit Recht bekommen haben, das ist ein großer Erfolg für das BSW. Aber es zeigt auch, wie dringend es nötig ist, dass es eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine ausgewogene Berichterstattung. Davon ist aber leider immer weniger zu spüren. Und trotzdem, was immer sicher ist, die Gebühren sollen steigen. Und deswegen lehnen wir die geplante Gebührenerhöhung ab. Wer die Diskussionen in den Medien verfolgt, bekommt den Eindruck, das Land wäre komplett von Kriegsbegeisterung erfasst. Kritische Stimmen zum Kurs der Bundesregierung im Ukraine-Krieg finden sich kaum. Dabei ist die Stimmung bei vielen Menschen eine ganz andere. Viele Menschen haben nämlich sehr große Angst mittlerweile und das sehr zu Recht. Denn was wir gerade erleben, ist eine Politik, die so brandgefährlich ist wie nie. Da kann die SPD noch so viele Plakate mit Slogans wie Besonnenheit betiteln und Olaf Scholz als angeblichen Friedenskanzler preisen. Die Realität sieht einfach anders aus. Die Entscheidungen der Bundesregierung bringen Deutschland in akute Gefahr. Seit 2 Jahren sagt die Bundesregierung, man werde nichts beschließen, was unsere Sicherheit gefährdet und es sei auch ausgeschlossen, dass Deutschland zur Kriegspartei werden könnte. Wir erinnern uns alle, anfangs hieß es, dass es deshalb auch keine Panzerlieferungen geben werde. Was ist denn nun, wenn wir uns das mal zurückverfolgen, was ist passiert? Mittlerweile werden nicht nur Panzer in die Ukraine geliefert, sondern auch NATO-Kampfjets. Es gibt weitreichende Raketensysteme. Es werden ukrainische Soldaten ausgebildet und es wird jetzt sogar schon über einen Einsatz von NATO-Soldaten diskutiert. In Salamitaktik wurde jede rote Linie überschritten, die man sich selbst gesetzt hatte, vor der man selbst gewarnt hat.
und gleichzeitig behauptet die Bundesregierung nach wie vor, es sei alles unter Kontrolle. Will man uns eigentlich für dumm verkaufen? Nichts ist unter Kontrolle und das ist das ein riesiges Problem. Die Entwicklung ist nämlich dramatisch. Gerade wurde entschieden, dass selbst deutsche Waffen von der Ukraine genutzt werden dürfen, um Ziele in Russland anzugreifen. Und dies wird von den Kriegsbesoffenen in der Ampel und ebenso auch in der Union auch noch gefeiert. Ich frage mich, wie bitte will denn Olaf Scholz garantieren, dass Russland den Einsatz deutscher Waffen nicht vielleicht doch irgendwann als Kriegseintritt versteht? Und wollen wir ernsthaft einen Krieg mit Russland riskieren? Das ist doch völliger Wahnsinn. Gerade erst wurde bekannt, dass die Ukraine Stützpunkte der russischen Atomstreitkräfte angegriffen hat in Russland. Nicht direkt an der Grenze, sondern in Russland. Das finde ich ist absoluter Wahnsinn. Man stelle sich jetzt einfach mal vor, was würde passieren, wenn jetzt zum Beispiel Kuba auf die Idee käme, US-Atomwaffenstützpunkte mit Drohnen anzugreifen. Es würde doch keine 24 Stunden dauern, bis die Insel dem Erdboden gleich wäre. Wie also kommt man auf die Idee, dass Russland Angriffe auf sein Territorium auf Dauer einfach so hinnehmen wird? Das ist eine völlig verantwortungslose Politik, die mit dem Schicksal unseres ganzen Landes und unseres Kontinents spielt. Ich möchte nicht missverstanden werden. Natürlich ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine ein Verbrechen. Es ist abscheulich und es ist auf jeden Fall absolut zu verurteilen. Aber ich finde, das ist ein Grund oder sollte ein Grund sein, alles, was möglich ist, dafür zu tun, dass der Krieg schnellstmöglich beendet wird und das Sterben und das Leiden und aufhört. Aber das Gegenteil geschieht. Kurz nach Ausbruch des Krieges, wissen wir, haben wir ja alle jetzt mittlerweile mitbekommen, gab es erfolgversprechende Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Doch der Westen hat dann dafür gesorgt, dass es nicht zum Abschluss kam. Seitdem gibt es nämlich nur noch eins, immer mehr Waffen für die Ukraine. Für einen Krieg gegen die Atommacht Russland. Einen Krieg, den man nicht gewinnen kann. Ich finde, das ist blanker Wahnsinn. Und wie kann es sein, dass die Bundesregierung gar nicht mehr die Interessen der Menschen in diesem Land offensichtlich im Fokus hat, sondern alles kritiklos umsetzt, was von den USA vorgegeben wird. Die USA sind es aber nicht, die die Folgen einer weiteren Eskalation des Krieges auszubaden haben. Das sind nämlich wir in Europa. Russland wird unser Nachbar bleiben. Und wir werden auch in Zukunft mit ihm zusammenleben müssen auf diesem Kontinent. Deshalb muss unser Interesse doch sein, dass der Krieg nicht weiter eskaliert, sondern dass er so schnell wie möglich beendet wird. Und es ist eine Katastrophe, dass wer aktuell Verhandlungen fordert, wer sich für Diplomatie einsetzt, immer als Putin-Freund tituliert wird. Dabei ist es doch offensichtlich, wir kommen doch gar nicht darum herum, wir brauchen eine dauerhafte Friedenslösung in Europa. Statt jedoch eine diplomatische Initiative zu starten, um das Töten zu stoppen, werden horrende Summen für die Verlängerung des Kriegs aufgewendet. In diesem Jahr sind aus Deutschland schon 11 Milliarden Euro für Waffen an die Ukraine geflossen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg möchte jährlich 40 Milliarden Euro für Waffen an die Ukraine. Und Roderich Kiesewetter von der CDU, das ist übrigens derjenige, der es besonders für ratsam hält, am liebsten russische Ministerien zu bombardieren. Dieser Roderich Kiesewetter fordert
120 Milliarden Euro an Waffenhilfe für die Ukraine. Wer soll das eigentlich alles bezahlen? Ich finde, das ist absoluter Irrsinn. Und damit nicht genug. Jetzt möchte die EU auch noch Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine eröffnen. Also Beitrittsverhandlungen mit einem Land, das sich im Krieg befindet und das schon vor dem Krieg zu den korruptesten Ländern der Welt gehörte. Ein Land, in dem die Opposition verboten ist, die Presse zensiert wird und die russische Minderheit diskriminiert wird. Und dieses Land gilt also als bestens geeignet für eine EU-Mitgliedschaft. Ich finde, das zeigt nur eins, nämlich wie wenig die EU ihre eigenen propagierten Werte und Ziele ernst nimmt. Ein EU-Beitritt der Ukraine wird nach Schätzungen mindestens 186 Milliarden Euro kosten. Und der größte Teil davon soll aus Deutschland kommen, denn Deutschland ist der größte Beitragszahler der EU. Und das ist alles hart erarbeitetes Steuergeld. Also ich habe große Zweifel, dass es im Interesse der Steuerzahler in diesem Land ist, Milliarden über Milliarden in ein Land zu versenken, das von Oligarchen beherrscht wird und das sich im Kriegszustand befindet. Ich finde, wir haben genug Probleme hier. Es gibt wirklich mehr als genug, wofür Geld benötigt wird. Zum Beispiel, um die marode Infrastruktur zu sanieren, um das Gesundheitssystem endlich wieder tragfähig zu machen, um gute Pflege zu sichern und um gute Renten zu zahlen, damit diese grassierende Altersarmut ein Ende hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, allein 45 Milliarden Euro würden gebraucht werden, um die deutschen Schulen wieder zu sanieren. Wäre das Geld, das wir jetzt in Waffen stecken und das in den EU-Beitritt der Ukraine fließen soll, nicht erheblich sinnvoller aufgewendet, indem wir es in eine vernünftige Bildung und die Zukunft unserer Kinder und unseres Landes investieren? Politik sollte sich darum kümmern, dass es den Menschen gut geht, dass die Risiken des Lebens abgefedert und abgemildert werden und dass sich die Menschen möglichst wenig existenzielle Sorgen machen müssen. Doch die derzeitige Politik macht das Leben der Menschen nicht einfach leichter, sie macht es schwerer. Und sie spielt dazu noch mit dem grundlegendsten aller Güter, nämlich dem Frieden und der Sicherheit in unserem Land. Und ich finde, das darf so nicht weitergehen. Um das zu ändern, hat sich das BSW gegründet. Wir treten an für eine Politik, die Vernunft und soziale Gerechtigkeit zur Maxime macht, die für Meinungsvielfalt steht und die Frieden an die oberste Stelle setzt. Dafür wollen wir bei der Europawahl, der ersten Wahl, bei der wir bundesweit antreten, ein starkes Signal setzen. Ein Signal, das in Berlin unüberhörbar ist. Und deshalb ist meine Bitte: Kreuzen Sie bei der Europawahl die Liste 28 auf Ihrem Wahlschein an, das ist relativ weit unten, und helfen Sie mit Ihrer Stimme, das BSW stark zu machen. Herzlichen Dank. So, herzlichen Dank, Ruth. Viel Glück für Sonntag, aber ich bin sicher, du schaffst das. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Sarah Wagenknecht ist zwischenzeitlich eingetroffen und sie wird mit ihrem Applaus auch gleich hier stehen. Hallo, liebe Sarah, herzlich willkommen.
Dein Publikum, die Potsdamer, alle für dich. Viel Spaß. Danke. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich über diesen herzlichen Empfang. Und ich denke, wir alle uns eint einfach das Gefühl, so wie jetzt kann es doch in diesem Land nicht weitergehen mit einer so miesen Regierung, die alles verspielt, was Millionen Menschen aufgebaut haben. Wir brauchen einen politischen Neubeginn und dafür steht das BSW. Und ich finde, man kann ihn auch nicht durchgehen lassen. Wenn Sie dann immer sagen, ja, die Probleme, die wir im Land haben, dafür sei ja nicht die Berliner Politik verantwortlich, dafür ist die Welt verantwortlich, weil die Weltlage ist so kompliziert. Weil natürlich, es stimmt schon, wir haben sehr viele Krisen auf dieser Welt, sehr viele Konflikte, sehr viel Konfrontation, auch sehr viele Kriege. Und natürlich haben die nicht und überwiegend nicht ihren Ursprung in Berlin, das ist völlig richtig. Aber trotz und auch eine gute Regierung, auch das möchte ich dazu sagen, auch die beste Regierung könnte nicht mit einem Handstreich alle Probleme lösen. Wer Ihnen das erzählt, der macht Ihnen etwas vor. Natürlich ist vieles schwierig und vieles auch kompliziert. Aber das Schlimme ist doch, dass wir trotzdem, wir haben eine Regierung, die sich gar nicht erst, die gar keinen Plan hat, Probleme zu lösen, die gar kein Konzept dafür hat, die im Gegenteil immer noch neue Probleme schafft. Und wir sehen doch auch in anderen Ländern, die leben in der gleichen Welt, mit den gleichen Krisen, mit den gleichen Problemen. Und trotzdem wächst woanders die Wirtschaft und wir sind Schlusslicht unter den Industriestaaten. Trotzdem sind woanders die Preise nicht so sehr gestiegen. Trotzdem wird in anderen Ländern investiert und die Unternehmen ergreifen nicht die Flucht ins Ausland. Trotzdem lernen in den Schulen anderer Länder die Kinder noch ordentlich lesen, rechnen und schreiben. Das heißt, es gibt doch einfach ganz objektiv bei uns vieles, was schlechter läuft als woanders. Und wenn Dinge bei uns schlechter laufen als in anderen Ländern, dann kann man nicht die Weltlage verantwortlich machen, sondern dann muss man eben sagen, nein, diese Probleme haben tatsächlich ihren Ursprung in Berlin, in gravierenden politischen Fehlentscheidungen, vor allem dieser Ampelregierung. Und deswegen muss sich hier etwas ändern. Und dieses Signal muss es am Sonntag auch geben, dass wir hier in Deutschland eine andere Politik brauchen. Dann nehmen wir nur mal ein ganz akutes Problem, was ja ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Die extrem hohen Energiepreise. Die sind zwar ein bisschen wieder gesunken, aber trotzdem, wenn Menschen zurzeit ihre Stromrechnung bekommen, ihre Heizrechnung oder wenn sie tanken, im Vergleich zur Situation vor 2, 3 Jahren sind die Preise immer noch astronomisch hoch und das frisst ja das Familieneinkommen weg. Alles, was man da ausgibt, das hat man eben nicht mehr für andere Dinge. Und genauso ist es ja auch bei vielen Unternehmen, die sehr, sehr hohe Strompreise haben und natürlich in Konkurrenz stehen mit Unternehmen anderer Länder, die weniger bezahlen müssen. Und klar sagen viele sich dann, ja, wir können hier gar nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren. Und woran liegt es, dass in Deutschland Energie so teuer ist? Ja, es gibt hauptsächlich 2 Gründe dafür. Einer besteht darin, dass wir eine Regierung haben, die sich als Moralweltmeister dieser Erde aufspielt und die den Leuten erzählt, das böse russische Gas, um Gottes Willen, das dürfen wir nicht mehr kaufen, da können wir doch nicht mehr ran, da machen wir uns ja sonst mitschuldig am Krieg. Aber wenn der grüne Wirtschaftsminister in die islamistische Diktatur Katar fährt und mit einem tiefen Bückling um katarisches Gas bettelt, dann ist das offenbar moralisch überhaupt nicht anrührig. Und das ist doch gerade diese Doppelmoral. Oder das Fracking-Gas aus den Vereinigten Staaten, das extrem teuer ist, aber auch extrem umweltschädlich. Also von wegen, wir sind die großen Klimaschützer. Bei Gas aus den USA ist plötzlich der Klimaschutz gar nicht mehr so wichtig. Oder nehmen Sie beim Öl, da ist es noch absurder. Öl direkt aus Russland darf man nicht kaufen. Aber verarbeitetes russisches Öl über Indien, was über den halben Globus verschickt wurde, das dürfen wir kaufen. Was ist das für eine irre Einkaufspolitik? Und natürlich treibt das hier die Preise hoch.
Leute, das macht doch einfach keinen Sinn. Und man muss natürlich auch sagen, Putin lacht sich doch tot über uns, wenn wir glauben, dass wir so den Ukraine-Krieg beenden. Der kann sein Öl und Gas in allen anderen Regionen dieser Welt genauso gut vertreiben und verkaufen. Und mit den Sanktionen haben wir sogar noch die Preise hochgetrieben, die er dafür bekommt. Also es ist einfach eine völlig irre Politik. Und es gibt noch einen zweiten Grund, warum die Energie so teuer ist bei uns. Und auch den finde ich sehr, sehr wichtig, dass man ihn immer wieder erwähnt, weil sie das nämlich gerne verschweigen. Der zweite Grund ist, dass in kaum einem anderen Land so hohe Steuern und Abgaben auf der Energie lasten. Mehr als die Hälfte des Strompreises sind Steuern und Abgaben. Mehr als die Hälfte des Spritpreises sind Steuern und Abgaben. Und wenn Herr Lindner herumläuft und sagt, mit uns, also mit der FDP, wird es keine Steuererhöhung geben, dann meint er offensichtlich immer nur Steuern für Reiche. Die wird die FDP tatsächlich nicht erhöhen. Aber die haben doch Anfang des Jahres Steuern und Abgaben erhöht. Sie haben die Mehrwertsteuer auf Gas und Gastronomie erhöht. Sie haben den CO2-Preis erhöht, der die ganze Energie, die ganzen Spritpreise nochmal nach oben treibt. Das sind doch Steuererhöhungen für die kleinen Leute. Und natürlich ist das eine verdammte Lügerei, wenn Sie dann so behaupten, als gäbe es mit Ihnen keine Steuererhöhungen. Doch, Sie haben mit Ihrer Steuerpolitik den Menschen das Leben noch mal teurer gemacht. Und auch das halten wir für völlig absurd. Und wenn dann die Grünen noch um die Ecke kommen, die sind ja in der Frage noch verlogener als die FDP. Also die FDP sagt keine Steuererhöhungen und die Grünen, die tun dann auch noch so, ja, wir machen ja Steuererhöhungen, wir machen ja Abgabenerhöhungen, CO2-Preis, aber das machen wir doch zu einem guten Zweck, weil wir doch das Klima schützen wollen. Als ob die Leute nicht verstehen und mitbekommen hätten, wie damals die deutliche Erhöhung des CO2-Preises zustande gekommen ist. Doch nicht, weil man plötzlich das Klima so intensiv schützen wollte, sondern weil die Ampel nicht wusste, wie sie ihre Haushaltslöcher stopfen soll. Das war doch der Hintergrund, wo man dann beschlossen hat, das nochmal anzuheben. Das ist doch auch zutiefst unehrlich. Und ich muss auch wirklich sagen, ja, auch wir vom BSW, wir wünschen uns eine Wirtschaft, die unsere Umwelt nicht immer mehr zerstört. Und wir setzen uns auch dafür ein, dass etwas getan wird, um den Klimawandel aufzuhalten. Das ist völlig richtig, aber bitteschön mit Sinn und Verstand. Und wenn man auf der einen Seite den Menschen das Leben verteuert, ihnen ein schlechtes Gewissen einredet, wenn sie ihr Auto benutzen, aber die gleichen Politiker bei der staatseigenen Bahn dafür sorgen, dass immer mehr Strecken stillgelegt werden, dass der Gütertransport auf der Schiene klein gespart wird, dass diese Bahn, weil keine Investitionen stattfinden, notorisch unpünktlich ist und eben keine Alternative zum Auto. Das heißt, viele Menschen gar keine andere Wahl haben, gerade im ländlichen Bereich, gerade in kleineren Städten, als sich ins Auto zu setzen. Also dann zu sagen, aber ihr seid ja böse, weil ihr doch mit eurem Dieselauto durch die Gegend fährt. Was ist das für eine idiotische Politik? Die hätten ja die Möglichkeit, den Menschen attraktive Alternativen anzubieten. Das sollen sie dann mal machen. Das wäre ja ganz sinnvoll. Aber teilweise, wenn man manche Ampelvertreter reden hört, man hat ja das Gefühl, es ist nicht nur so, dass sie keine Idee und kein Konzept haben, um unsere Probleme zu lösen. Es ist noch schlimmer. Manchmal hat man das Gefühl, die kennen die Probleme gar nicht, die normale Menschen in unserem Land haben. Die wissen gar nicht, wie es vielen Menschen geht, was viele Menschen immer bewegt, jeden Monat. Also wenn ich zum Beispiel Herrn Habeck so höre, wenn ich Herrn Habeck so höre, da habe ich doch das Gefühl, der Mann glaubt wirklich, das ganze Land lebt so wie seine Freunde in der hippen Großstadtblase, wo sich das Leben zwischen Hafermilch Macchiato, Elektro-Zweitwagen und Bioladen abspielt. Und natürlich, klar, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass Menschen, die sich das leisten können, dann auch im Bioladen einkaufen. Das ist ja wunderbar. Aber für viele Menschen in unserem Land steht doch überhaupt nicht die Alternative Bioladen oder Aldi. Für viele Menschen steht inzwischen die Frage, was können Sie bei Aldi noch in Ihren Einkaufskorb legen? Können Sie sich frisches Obst und Gemüse noch leisten, seit die Preise so gestiegen sind? Das sind doch die entscheidenden Probleme, die ganz viele Menschen haben.
Und das müssen doch Politiker erstmal wahrnehmen und auch überhaupt realisieren für ihre Politik. Oder zum Beispiel die grüne Parteichefin Ricarda Lang war vor kurzem in einer Talkshow und wurde da gefragt, was ihrer Meinung nach die Durchschnittsrente in Deutschland ist. Und ehrlich gesagt, es ist wirklich so. Ich kenne auch nicht jede volkswirtschaftliche Zahl. Muss man nicht kennen. Man kann auch mal ein bisschen daneben liegen. Aber wenn die Chefin einer Regierungspartei der Meinung ist, die Durchschnittsrente in Deutschland beträgt 2000 Euro, obwohl fast die Hälfte der Rentnerinnen und Rentner in Deutschland noch nicht mal 1100 Euro haben, das ist nämlich die Realität. Wenn da eine solche Frau derart daneben greift, dann ist das ja nicht nur ein Ausweis mangelnden Wissens, sondern das zeigt ja auch, wie soll denn so eine Partei die Probleme lösen, die die Rentnerinnen und Rentner in unserem Land haben, wenn sie noch nicht mal davon weiß, wie schwer es viele alte Menschen bei uns haben, die ihr Leben lang geschuftet haben und dann mit Armutsrenten abgespeist werden. Das ist doch auch der Zynismus dabei, dass immer Politiker rumrennen und so tun, als hätten wir hier Luxusrenten, die gekürzt werden müssten. Aber die wissen es noch nicht mal. Die wissen noch nicht mal, wie es den Menschen geht, die in unserem Land alt sind und die irgendwie auch ein Recht haben, ihren Ruhestand zu genießen. Ich meine, was haben Sie alle vor einer guten Woche sich gefeiert oder uns gefeiert oder was auch immer gefeiert, als der Anlass war, 75 Jahre Grundgesetz? Ich finde, das kann man schon feiern. Ich finde, wir haben ein sehr gutes Grundgesetz. Aber wenn diese Politiker das dann alle feiern, hätte ich mir gewünscht, sie hätten vielleicht auch mal reingeschaut. Und sie hätten ja nicht mal ganz weit lesen müssen. Sie hätten noch nicht mal viel lesen müssen. Sie hätten alleine am Anfang den sehr guten ersten Artikel lesen können. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sollte mal wieder Politik und Leitlinie der Politik sein. Und Altersarmut, so miese Rente, wo Menschen ihr Leben lang schuften und am Ende immer noch meinetwegen im Alter weiterarbeiten müssen oder teilweise sogar zu den Tafeln gehen müssen, das betrifft ja inzwischen viele, sich ganz viele Dinge nicht leisten können. Diese Altersarmut, das ist nicht nur ein mangelnder Respekt gegenüber den Älteren, sondern das ist ein Angriff auf die Menschenwürde. Und das Gleiche gilt für Niedriglöhne, das Gleiche gilt für alles, was Menschen in eine Notlage bringt. Da muss man doch politisch was tun dagegen. Und das wäre Anlass gewesen, wenn man 75 Jahre Grundgesetz feiert. Und überhaupt finde ich es immer bemerkenswert, wenn die Ampel sich so als große Verfechterin und Vertreterin oder Bollwerk der Demokratie aufspielt. Ja, es macht mir auch Angst, wenn in Deutschland eine Partei stark wird, in der es natürlich Rechtsextremisten und Neonazis gibt, das muss man auch immer wieder sagen, in der Menschen Führungspositionen haben wie Herrn Höcke, der Hitler, der findet, dass man an Hitler nicht nur das Böse sehen sollte. Oder ein Herr Krah, der Meinung ist, offenbar die SS war gar nicht so eine schlimme Organisation. Wenn eine solche Partei stärker wird, dann ist das gefährlich, das muss man sehr deutlich sagen. Aber wer ist denn verantwortlich dafür, dass sich die Umfrageergebnisse der AfD in den letzten Jahren so steil nach oben bewegt haben? Wer hat denn das bewirkt, dass so viele Leute wütend sind, dass so viele Leute enttäuscht sind? Das ist doch genau diese Ampelregierung. Und deswegen sage ich aller Habeck und Lindner und Scholz, feiern Sie sich nicht als große Verfechter der Demokratie. Wenn Sie einen Dienst an der Demokratie leisten wollen, dann machen Sie bitte endlich eine bessere Politik, eine Politik, wo die Menschen sich wiederfinden. Dann werden sich auch Umfrageergebnisse verändern. Und ich will auch noch mal zu der Rente was Konkretes sagen, weil es ja immer so getan wird, weil wir so viele alte Menschen haben, wäre das Problem nicht lösbar und es sei alles unbezahlbar. Unsere Renten sind im Schnitt 10 Prozentpunkte niedriger als in anderen EU-Ländern. Die haben alle eine ähnliche Demografie. Daran liegt es überhaupt nicht. Sondern das Problem ist,
dass wir in der Rentenpolitik falsch abgebogen sind, damals, als dieser Riester-Schwachsinn anfing. 75 Milliarden Euro Steuergeld haben wir bis jetzt in diese Riester-Verträge versenkt. Aber die Ersten haben ja jetzt Riester-Renten. Was kriegen die im Monat? 30 bis 60 Euro. Das ist lächerlich. Die Einzigen, die davon richtig schön profitiert haben, das waren die Banken und Versicherungen. Und da sind wir wieder beim Kernproblem. Es wird Politik für die starken Lobbys gemacht und nicht für die Menschen. Und wenn man die Rentenmisere wirklich verändern wollte, ja, dann könnte man sich doch ein Beispiel nehmen an Österreich. Österreich ist einen anderen Weg gegangen. Keine Riester-Rente, keine Aktienrente. Sondern sie haben gesagt, okay, wir setzen unser Rentensystem auf eine breitere Grundlage. Wir sorgen dafür, dass alle einzahlen, auch die Selbstständigen, die Beamten und die Politiker. Und am Ende hat ein langjährig versicherter Rentner 800 Euro mehr im Monat. Das ist doch eine Leistung. Warum machen wir das nicht? Warum übernehmen wir das nicht? Und ich meine, es gibt ja viele Bereiche, wo es gar nicht darum geht, dass mehr Geld investiert werden muss, sondern das Geld muss richtig investiert werden. Ich meine, auch wir vom BSW, wir haben auch nicht eine Gelddruckmaschine im Keller. Wir könnten auch nur, sollten wir jemals Verantwortung haben, mit dem Geld arbeiten, was in Deutschland verteilbar ist, was da ist. Aber das Geld kann man vernünftiger einsetzen. Schauen Sie sich unser Gesundheitssystem an. Wir haben da riesige Probleme, jeder weiß es. Ein Kassenpatient wartet Monate auf einen Facharzttermin. Wir haben Krankenhäuser mit akutem Pflegenotstand. Viele Pflegerinnen und Pfleger machen ja wirklich jeden Tag einen unglaublichen Knochenjob und sind fix und fertig, weil sie so überlastet sind. Ich finde das wirklich, wer in diesem Beruf arbeitet, hat meinen allerhöchsten Respekt. Aber viele fliehen auch aus dem Beruf, weil sie sagen, sie wollen die Verantwortung nicht mehr tragen, weil das ist eine Verantwortung für Leben und Tod. Und wenn Menschen überlastet sind, können sie diese Verantwortung auch gar nicht mehr so wahrnehmen, wie sie das möchten. Und dann haben wir auch noch ein Krankenhaussterben, das heißt immer mehr Krankenhäuser schließen. Herr Lauterbach hat das jetzt mit seiner Reform eher noch mal beschleunigt. Und trotzdem, obwohl das alles so ist, obwohl wir diese Probleme haben, und das ist eigentlich das Perfide, trotzdem haben wir das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt. Das heißt, wir geben pro Kopf der Bevölkerung mehr aus als viele Länder, die nicht so akute Probleme haben. So, und woran liegt das? Das liegt vor allem daran, dass wir auch ungefähr nach der Jahrtausendwende, und da war Herr Lauterbach als ein Berater unmittelbar beteiligt, dass wir damals angefangen haben, den Krankenhäusern einzuhämmern, dass sie nicht mehr in erster Linie fragen sollen, was braucht der Kranke, sondern in erster Linie fragen sollen, wie kann ich mit einem Kranken möglichst viel Geld verdienen? Das haben wir ihnen doch aufgedrängt, diese Kriterien. Krankenhäuser sollen sich rechnen. Krankenhäuser sollen Gewinn machen und müssen Gewinn machen. Und was ist das Ergebnis? Das Ergebnis ist natürlich, dass die Krankenhäuser versuchen, möglichst teure Behandlungsmethoden einzuführen. Und das ist ja zum Beispiel, oft hat man ja die Alternative, einer hat Hüftprobleme, den kann man zur Physiotherapie schicken, man kann aber auch eine Hüftoperation machen. Bei Knie ist es genau das Gleiche. Und tatsächlich gibt es kaum ein europäisches Land, wo es so viele Hüftoperationen, so viele Knieoperationen gibt, wie in Deutschland. Aber das ist, weil wir die Anreize falsch gesetzt haben. Und das setzt sich inzwischen natürlich auch fort in den Arztpraxen, wo ja auch immer mehr Finanzinvestoren reingehen. Und die sitzen den Ärzten im Nacken und drücken und sagen, hier muss Rendite gemacht werden. Und wir als BSW sagen, Krankenhäuser, die Gewinn machen müssen, das ist krank. Wir wollen ein Gesundheitssystem, das sich um die Menschen kümmert und Kranke optimal behandelt. Und dafür soll das Geld investiert werden und nicht für Rendite. Und auch in anderen Bereichen ist es so, dass man Geld besser einsetzen könnte. Wir haben ein akutes Wohnungsproblem in Deutschland. Über 700.000 Wohnungen fehlen. Und überall, auch hier in Potsdam, ist das ja ein extremes Problem. Die Mieten sind gestiegen, die Menschen können sich Wohnungen in der Innenstadt kaum noch leisten. Und auch am Rand wird es immer teurer. Und die Politik sagt, huch, tut uns leid, wir können nichts machen. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie immerhin letztes Jahr das Wohngeld erhöht haben, dass auch die Wohnkostenzuschüsse im Bürgergeld immer mehr steigen.
Aber das sind ja hohe Ausgaben, die wir hier haben. Wir haben inzwischen über 20 Milliarden, die im Jahr für solche Dinge ausgegeben werden, für Wohnkostenzuschuss und Wohngeld. Das brauchen zwar die Leute, natürlich, weil sie dadurch ein bisschen besser ihre Wohnung bezahlen können. Aber es gäbe doch auch einen anderen Weg. Es gäbe doch auch den Weg, wirklich einen harten Mietendeckel zu beschließen und das Geld, was man dann bei Wohngeld und Heizkosten und Wohnkostenzuschüssen spart, in den gemeinnützigen kommunalen Wohnungsbau zu stecken. Das wäre doch die viel bessere Lösung, weil dann entstünden neue Wohnungen. Weil währenddessen das Wohngeld, das geht ja durch, das geht an die Vermieterlobby. Und auch da geht es auch wieder darum, wer setzt sich durch, wer bestimmt die Richtlinien der Politik. Und ganz schlimm finde ich es im Bildungssystem. Ich meine, dass wir in Deutschland ein Schulsystem haben, was an der elementaren Aufgabe versagt, unseren Kindern die Fertigkeiten beizubringen, die sie im Leben brauchen. Dass Aufstieg durch Bildung in Deutschland immer weniger möglich ist, gerade bei Kindern aus ärmeren Familien. Dass deswegen auch das Aufstiegsversprechen nicht mehr gilt. Das war ja mal so, das war ja mal die große Botschaft, die überall verbreitet wurde. Wer sich anstrengt und wer wirklich sich ranhält, der kommt auch zu Wohlstand. Das ist doch heute so nicht mehr. Heute ist doch der wichtigste Faktor, der darüber entscheidet, ob ein Mensch reich oder arm ist, nicht sein Fleiß, nicht seine Anstrengung, nicht ob er sich wirklich Mühe gibt, sondern ob er aus einer armen oder reichen Familie kommt. Und das fängt in der Schule an, wo Ärmere oft gar keine Chance bekommen, an den Schulen ordentliche Bildung zu bekommen, wo immer mehr Kinder, immer mehr Jugendliche auch ohne Schulabschluss ins Leben entlassen werden, dann auch keine Berufsausbildung haben. Und dann kommen sie um die Ecke und sagen, wir haben ja so einen Fachkräftemangel, deswegen müssen wir Migration haben, weil wir so viel Fachkräftemangel haben. Ich finde, wir sollten erstmal anfangen, unseren Kindern und Jugendlichen in den Schulen ordentliche Bildung beizubringen. Und dafür müsste wirklich Geld eingesetzt werden. Und teilweise ist das doch perfide. Da wird jetzt eine Diskussion darüber geführt, ob man nicht wieder einen Wehrkundeunterricht einführt. Ich kenne das noch aus der DDR, Wehrkundeunterricht. Es war für mich damals wirklich also die Hölle. Da mussten wir in der Gasmaske durch die Gegend robben. Ich habe mir damals meinen Studienplatz versaut, weil ich das nicht mitmachen wollte. Aber heute, statt sich darum zu kümmern, dass Kinder in der Schule wieder das lernen, was sie im Leben brauchen, sollen sie in der Schule Krieg lernen. Nein, das ist das Letzte, was wir in Deutschland brauchen. Wir brauchen gute Bildung, mehr Lehrer, ordentliche Bildung für alle Kinder, auch die aus ärmeren Familien. Das ist doch das Gebot der Stunde. Und wenn Sie dann immer mit dem Slogan um die Ecke kommen, das haben Sie auch, Digitalpakt, Schule, und man hat dann in Tablets viel investiert. Und ich habe ja gar nichts so gegen Tablets, aber ehrlich gesagt, es gibt viele Untersuchungen, die belegen, dass Kinder nicht in erster Linie dadurch lernen, dass sie digitale Geräte bedienen. Im Gegenteil, das erschwert den Wissenserwerb. Kinder brauchen keine Tablets, Kinder brauchen Lehrer und Menschen, die sich um sie kümmern. Und deswegen das ganze Hohelied auf die künstliche Intelligenz, das ist ja wunderbar, aber wir sollten uns erstmal um die natürliche Intelligenz der Kinder und Jugendlichen kümmern. Ich finde, das ist das, was wir in Deutschland, da ist unsere Zukunft und da lassen wir viel zu viel brach liegen. Und ich möchte auch zu einem anderen Thema noch etwas sagen, weil mich das sehr, ja, ich glaube, Sie auch alle schon auch umtreibt. Das ist dieser furchtbare Mord in Mannheim. Das sind immer wieder Gewaltdelikte und in diesem Fall hat es einen jungen Mann getroffen, einen jungen Polizisten, 29 Jahre. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie es der Familie eines solchen Mannes geht, wo er morgens aus dem Haus geht und dann nie wiederkommt. Und solche furchtbaren Taten, die zeigen natürlich auch, dass bei uns etwas schiefläuft. In einem ganz wesentlichen Bereich. Und ich bin fest der Überzeugung, natürlich darf man das nicht nutzen, um alle Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, unter einen Generalverdacht zu stellen, um Stimmungen zu schüren gegen Zuwanderer, von denen viele in Deutschland gut integriert sind und sich an Recht und Gesetz halten und hier ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft geworden sind. Aber wir müssen schon auch ansprechen,
dass es in Deutschland auch ein Problem mit gescheiterter Integration gibt, dass es ein Problem mit Parallelgesellschaften gibt, dass da Hassprediger unterwegs sind in bestimmten islamistischen Milieus und dass das natürlich gefährlich ist. Und das darf auch nicht immer nur als rechts abgetan werden, wenn das einer anspricht. Im Gegenteil, wenn die Zahlen so hoch bleiben, dann verstärkt sich das und das stärkt die Rechte. Und deswegen müssen wir gegen dieses Problem etwas tun. Und wir müssen auch gucken, dass wir eine Migration so kontrollieren, dass sie beherrschbar und bewältigbar ist. Weil wir haben ein Asylrecht, das ist für Menschen da, die verfolgt werden. Die müssen wir auch aufnehmen, das finde ich richtig. Wenn jemand zu Hause mit dem Tod bedroht ist, dann muss er hier Schutz bekommen. Aber in dem Falle war es so, der Täter hatte keinen Anspruch auf Asyl. Der Täter war abgelehnt und trotzdem 10 Jahre lang in unserem Land. Und da sagen viele Menschen, und ich finde das auch, das geht so nicht. Diese hohen Zahlen, die wir zurzeit haben, die können wir nicht bewältigen. Und hier muss es endlich klare Regeln geben. Andere Länder schaffen das doch auch. Woanders sinken die Zahlen, während sie hier immer noch steigen. Und ich finde, auch das ist Politikversagen, was sich die Ampel wirklich auf ihre Karte schreiben muss. Und das muss sich dringend ändern, gerade wenn wir nicht wollen, dass Parteien wie die AfD immer stärker werden. Ich halte das auch für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir sehen es auch in anderen Bereichen. Wir hatten heute eine Regierungserklärung von Scholz, da ging es um Sicherheit. Und natürlich hat er auch was zu dem Hochwasser gesagt. Aber ehrlich gesagt, die Menschen im Ahrtal haben es als Erste erlebt, aber jetzt ist es ja dort ähnlich. Natürlich immer Politiker kurz vor Wahlen, die kommen dann im Gummistiefel und warten durch den Schlamm und lassen schöne Fotos machen. Aber die Hilfen, die sie versprechen, die kommen oft nach 2 Jahren noch nicht. Und man muss ja auch sagen, gerade jetzt bei diesen Überschwemmungen, die wirklich viele Menschen um Hab und Gut gebracht haben, die hätten sich nicht verhindern lassen durch mehr Elektroautos und Wärmepumpen. Aber sie hätten sich der wohl verhindern lassen, wenn man mehr investiert hätte in Dämme, in Flutpolder, in andere Schutzmaßnahmen. Und da hat man gekürzt und gestrichen. Und das ist doch ein Irrsinn. Das ist doch unverantwortlich. Und auch da muss man doch endlich anders sich aufstellen und anders steuern. Und wenn ich beim Thema Sicherheit bin, da fällt mir natürlich ein Thema ein, was, glaube ich, auch Ihnen allen auf dem Herzen liegt und mir auch wirklich Angst macht. Das Thema Krieg und Frieden. Ich habe große Angst, dass wir immer tiefer in diesen Ukraine-Krieg hineingezogen werden und dass die politischen Entscheidungen, die wir zurzeit in Europa erleben und die wir auch in Deutschland erleben, dass die dazu beitragen, dass aus diesem Krieg, der jetzt schon furchtbar ist, dass aus diesem Krieg ein großer Krieg, ein europäischer Krieg in ganz Europa, womöglich sogar ein Weltkrieg wird. Und ich finde, jeder, der das politisch mitbetreibt, der handelt verantwortungslos. Weil wir müssen doch alles dafür tun, dass dieses Sterben endet und nicht dieses Sterben immer weiter eskalieren und immer weiter mit Waffen befeuern. Das ist doch völlig verrückt. Und wir haben einen Bundeskanzler, der lässt sich ja auch überall als Friedenskanzler plakatieren. Ein Bundeskanzler, der zwar erst mal zögert, das ist ihm ja hoch anzurechnen, aber dann regelmäßig umfällt und eine rote Linie nach der nächsten überschreitet. Und jetzt hat er die nächste überschritten, jetzt ist also auch erlaubt mit deutschen Waffen, dass die Ukraine in russisches Territorium hinein zielt. Und da wird dann immer gesagt, ja, das sei ja nur, damit in Charkiw die Ukrainer die Stellungen der Russen auch in Russland angreifen können, mit denen sie selber angegriffen werden. Aber so genau stimmt das nicht. Weil die Amerikaner, die haben tatsächlich nur für dort, für diese konkrete Grenzregion, einen Freibrief ausgestellt, dass ihre Waffen eingesetzt werden können. In Deutschland ist das nicht so. Im Außenausschuss gab es von uns die Frage, ist das ein eingeschränktes Recht oder ist das ein Blankoscheck? Und es gibt für die deutschen Waffen keine Einschränkung. Und dafür muss man einfach wissen, die Ukraine hat in den letzten Wochen mehrere Ziele, also mit eigenen Drohnen in dem Falle, angegriffen, tief im russischen Hinterland. Sie hat zum Beispiel den Radarschirm der russischen Nuklearstreitkräfte 2-mal angegriffen an 2 Stellen und massiv beschädigt. Dieser Radarschirm hat eigentlich mit dem Ukraine-Krieg nichts zu tun. Der soll warnen, wenn Interkontinentalraketen fliegen.
Also das hat ja jede von diesen großen Atommächten hat so ein Warnschild, damit eben, das ist ja die berühmte Zweitschlagskapazität, wenn man angegriffen wird, kann man sich wehren. Und das verhinderte ja immerhin bis jetzt, dass es einen Atomkrieg geben konnte, weil beide Seiten sich ja dadurch auch vernichten könnten. Wenn aber dieses Schutzschild angegriffen wird, dieses Frühwarnsystem, dann steigt natürlich das Risiko, dass es sogar einen Atomkrieg aus Versehen geben kann. Und ehrlich gesagt, ich frage mich, was sind das für Hasardeure, die diesen Schutzschirm angreifen? Das hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun. Das ist eine Eskalationspolitik. Und wenn ich mir vorstelle, dass in Zukunft deutsche Waffen für so etwas eingesetzt werden, das ist doch der blanke Wahnsinn. Und gleichzeitig gab es doch jetzt endlich gewisse Signale aus dem Kreml, zumindest wurde das in der Presse so gemeldet, dass man Friedensverhandlungen will und dass man auch vielleicht zu einem Waffenstillstand bereit wäre. Nun sage ich nicht, dass man dem blind vertrauen kann, aber man muss das doch erstmal austesten. Man muss doch wenigstens darauf reagieren, wenn es solche Signale gibt. Während die einzige Antwort des Westens war, sie geben jetzt die Waffen aus dem Westen frei, damit auch Russland damit angegriffen werden kann. Das ist doch wirklich irre. Und ja, da wird immer gesagt, man darf den Aggressor nicht belohnen. Was sind denn das für Kategorien? Will man, dass das Sterben endet? Oder will man sich als ganz moralisch aufspielen? Und auch diese Moral, die ist wieder eine Doppelmoral. Weil ich sage auch, ja, ich verurteile diesen Krieg. Ich verurteile auch jeden Politiker, der einen Krieg beginnt. Das ist ein riesiges Verbrechen. Und jeder Politiker, der den Befehl dafür gibt, dass kriegerische Mittel eingesetzt werden, der ist ein Verbrecher. Aber das gilt dann bitte schön nicht nur für den russischen Präsidenten. Das gilt auch für all die amerikanischen Präsidenten, die in den letzten Jahren schlimme, furchtbare Kriege begonnen haben. Und im Irak, in Afghanistan, in Libyen. Warum hat man sich damals nicht so aufgeregt? Warum ist das überhaupt kein Thema? Und egal wie sehr man den Beginn eines Krieges verurteilt, das Entscheidende ist doch jetzt, wie beenden wir ihn? Wie kommen wir dazu, dass die Waffen schweigen? Und das erreichen wir doch nicht, indem wir immer mehr Waffen liefern. Die grüne Außenministerin hat doch allen Ernstes gesagt, Waffen retten Menschenleben. Das ist ein wörtliches Zitat von Frau Baerbock. Also da sieht man wirklich, wo die Grünen inzwischen gelandet sind. Wahrscheinlich ist sie deshalb dafür, dass wir Waffen in alle Welt exportieren, wie wir das jetzt tun, weil sie denkt, da retten wir überall Menschenleben. Das ist doch ein unglaublicher Zynismus. Nein, Waffen retten natürlich keine Menschenleben, sondern Waffen töten. Und das große Waffenpaket, was jetzt nochmal aus den USA kommt an die Ukraine, was hat das ausgelöst vor Ort? Dass mit noch größerer Rabiatität und noch größerer Brutalität jetzt junge Männer rekrutiert werden, die man dann an diese furchtbare Front schickt, wo jeden Tag hunderte junge Männer sterben oder verstümmelt werden, verletzt werden. Das ist doch ganz, ganz grauenvoll. Und deswegen muss man ganz klar sagen, für diesen Krieg gilt, was für die meisten Kriege dieser Welt gilt. Mit Waffen kann man einen Krieg nicht beenden, sondern nur mit Kompromissbereitschaft und mit Friedensgesprächen. Das ist doch ganz elementar. Früher hatte Deutschland eine Außenpolitik, wo man versucht hat, genau diese Vermittlerrolle einzunehmen, zwischen den verschiedenen Seiten zu vermitteln und auf Diplomatie zu setzen. Das war doch ein erfolgreiches Konzept. Und heute setzen wir in den Kriegen dieser Welt immer nur auf die militärische Karte und stellen uns ganz einseitig auch auf eine Seite. Das ist ja das Gleiche im Gazakrieg. Weil natürlich war das ein barbarisches Massaker der Hamas. Natürlich war es ein barbarisch, 3000 Zivilisten, 3000 Israelis hinzumetzeln. Grauenvoll. Aber das, was jetzt in Gaza passiert, das ist doch mindestens genauso grauenvoll, dass Zehntausende Kinder, Zehntausende Frauen mit einem wahllosen Bombardement getötet werden. Dafür gibt es doch keine Rechtfertigung. Das ist auch keine Selbstverteidigung. Und deswegen sage ich auch da, auch für diesen Konflikt gilt, man wird ihn nicht dadurch beenden, dass man Waffen liefert. Und auch da sind wir mit deutschen Waffen beteiligt. Sondern auch dort wird man nur
einen Konflikt beenden, wenn man den Interessen beider Seiten gerecht wird und wenn man versucht, durch Gespräche einen Kompromiss zu finden. Und ich finde, das ist das große Erbe eigentlich, das die Bundesrepublik aus der Ära Willy Brandt hatte. Willy Brandt war damals derjenige, der eine neue Ostpolitik begonnen hat. Und diese neue Ostpolitik, ich bin fest überzeugt, die war die Grundlage auch dafür, dass es eine deutsche Wiedervereinigung geben konnte. Und was war der entscheidende Aspekt von Willy Brandt? Er hat damals gesagt, der eiserne Vorhang, der lässt sich nicht mit Raketen durchlöchern, sondern der eiserne Vorhang muss durchlöchert werden durch wirtschaftliche Zusammenarbeit und kulturellen Austausch. Das war seine Maxime und die war doch erfolgreich. Damals ist er gefallen, der eiserne Vorhang. Und heute ziehen wir ihn wieder hoch. Was ist das für, wie ist das eine irre Politik? Und auch das finde ich, das muss am 9. Juni bei der Europawahl. Ich finde, es sollten all die Politiker von Strack-Zimmermann über Kiesewetter, über die Grünen, aber eben leider auch die SPD mit ihren ständigen Umfallern. Ich finde, dass sie an diesem Wahltag am Sonntag, dass ihnen deutlich signalisiert werden muss, eure Politik wollen wir nicht hier in Deutschland. Wir wollen wieder ein Friedensmacht werden in Europa, aber auch in Deutschland. Dafür gehen wir zu dieser Wahl, dafür stimmen wir ab. Und deshalb wirklich meine Bitte, gehen Sie alle hin, wenn Sie noch nicht Briefwahl gemacht haben, und machen Sie sich vor allem die Mühe, auf einem ganz langen Wahlzettel, wo wir ganz weit unten stehen, also wir stehen ja hier zweimal drauf, wir treten ja auch zur Kommunalwahl an, Bündnis Vernunft und Gerechtigkeit, also auch das bitte ankreuzen, und dann auf diesem langen Wahlzettel, da steht ganz weit unten auf Platz 28. Man muss schon ein bisschen suchen, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es gibt aber übrigens einen Trick, wie man es besser findet. Man kann den langen Europawahlzettel einfach von unten aufklappen, weil oben steht eh nur Unsinn. Und dann finden Sie uns direkt. Und mit Ihrer Hilfe kriegen wir ein tolles Ergebnis. Und auch jetzt, wenn wir jetzt unten stehen, Sie wissen ja, die Letzten werden die Ersten sein. Also helfen Sie uns dabei, am Sonntag zu feiern und mit einem starken Ergebnis in Deutschland den politischen Neubeginn einzuleiten. Vielen herzlichen Dank. Liebe Potsdamerinnen und Potsdamer, am Sonntag Ruth Firmenich und nächstes Jahr Bundestagswahl. Ja, Sie wissen, was Sie zu tun haben. Und? Brandenburg natürlich, ganz wichtig. Da geht es ja dann hier ums Land. Am 22. September werden Sie das Vergnügen haben, uns wählen zu dürfen. Und eins verspreche ich Ihnen, wir sind gekommen, um zu bleiben und die Politik in Deutschland, in Brandenburg, in Europa zu verändern. Herzlichen Dank.